So, hallo, da sind wir wieder, Morrowind. Ja, wir sind, wie heißt denn das hier, Bitterküste, zwischen einer Dwemer-Ruine und einer Dedra-Ruine. Und wir suchen noch immer dieses Schlammloch. Mir wurde jetzt in den Kommentaren gesagt, dass das, dass die Schlammlöcher diese Sumpfteiche im sind, die hier überall zu sehen sind. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns die mal genauer an. Ich hätte da zwar nichts gesehen, was wie ein Eingang zu irgendwas ausschaut, aber okay. Hier sind ziemlich viele von diesen Teichen. Da wäre zum Beispiel schon mal einer. Das wäre ja dann wirklich gut versteckt. Vielleicht ist ja hier irgendwo was. Mal gucken. Das hier könnte, oder da drüben. Hier könnte was versteckt sein. Oder ist das im Boden? Ich hoffe mal nicht, dass irgendein Loch im Boden ist, weil sonst müsste ich den ganzen Teich mit Blick nach unten abgehen und das wäre dann doch ein bisschen anstrengend. Hier ist irgendwie nichts zu sehen. Hier ist ja nichts mehr. Eieieiei. Okay, schauen wir mal hier. Ne und ne. Hier ist ja auch nichts, oder? Okay, hier geht's. Ne. Hier ist nichts. Okay, vielleicht ist es weiter vorne. Obwohl, wo war die Brücke? Da ist die Brücke. Das heißt, naja, entweder es ist da oder es ist überhaupt auf der anderen Seite. Irgendwas will mich hier angreifen. Glaube ich. Ja, vielleicht war das ein Fisch. So, was haben wir hier? Hier ist ja eigentlich nichts mehr. Nee, und die Brücke ist ja ganz woanders. Aber wir können auch mal darüber schauen. Nee, da ist auch nichts. Tja, gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal wieder da eher in Richtung Dwemer-Ruine. Ob nicht dort vielleicht was ist. Ich denke, ich werde da jetzt mal meine 7-Meilen-Stiefel anlegen. Das dauert mir sonst alles ein bisschen zu lang. Und hier haben wir schon alles gecheckt, ja. Hier hinten ist auch nichts. Da drüben wäre noch eine Insel, aber von Inseln wurde ja irgendwie in der Wegbeschreibung nichts gesagt. Tja, hier ist die Ruine. Was willst du? Ach, geh. Lust mit dir zu kämpfen. So. Okay. Und da ist jetzt die Brücke dann irgendwann mal. Ja. Vielleicht ist es ja hier. Irgendwo. Und das wird es ja wohl nicht sein, oder? Es stand ja ausdrücklich irgendwas da von Schlammloch und Höhle oder so, oder? Aber hier ist nichts mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas irritiert, aber vielleicht müssen wir hier noch weiter. Warte. Okay. Was haben wir denn hier? Nee, da ist auch nichts. Ja, 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 komm. Mach mal einen Abgang hier. Ach Gott. Ja, ich habe keine Ahnung. Oder hätte ich einfach noch weitergehen sollen? Gehen wir mal hier ein Stückchen weiter. Mann, 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 wenn das Gebiet nicht so groß wäre. Ja, und das sind diese wunderbaren Momente,
in denen ich dieses Spiel hasse. Oh, ja, die ist noch immer beschädigt. Verdammt. Dann nehmen wir dich. Tut's auch. So. Okay. Da haben wir uns noch nicht umgeschaut, oder? Vielleicht ist ja hier irgendwo was. Ich sehe hier aber nichts. Das ist irgendwie... Was für ein Scheiß. Ziemlich viele Guas sind da. Das hier sieht irgendwie wichtig aus, aber hier ist auch nichts. Und ich, ja, hier bin ich definitiv schon viel zu weit, glaube ich. Das finde ich aber jetzt ziemlich blöd. Ganz ehrlich. Ah, Gott, ah, Gott. Ah! Senananit. Nee, das ist es aber nicht. Oder? Wie hieß denn das? Schal. Auf der Nordseite der Insel. Bleibt links an der Küste, bis ihr zu einer weiteren Brücke kommt, die zu einer Insel führt. Schal liegt auf dieser Insel. Der Eingang liegt in Richtung des Sumpfes nördlich einer dädrischen Ruine. Naja gut, okay, das heißt, wir sollten eindeutig wieder auf diese Insel. Und irgendwo bei der dädrischen Ruine sollte das dann sein. Was mich ein bisschen irritiert, ich habe eigentlich nicht auf die Karte geschaut, glaube ich. Wo muss ich denn da jetzt hin? Dorthin. Ich habe dort nicht auf die Karte geschaut, das hätte ich auch machen können. Denn auf der Karte werden ja Eingänge eingezeichnet oder angezeigt. Könnte ich das Problem so lösen. So, hier sind wir mal... Genau. Okay, da ist die Dwemer-Ruine. Und wir müssen über die Brücke. Stand da. Und irgendwie auf der Nordseite dieser Insel bei der dädrischen Ruine. Also entweder ist es die dädrische Ruine oder eine andere. Hier ist ja nur dieser Schrein. Und die Insel wird es ja nicht sein, oder? Oder, nee, das kann es nicht sein. Das wäre ein bisschen sehr weit hergeholt. Und da, da ist der Eingang zu dieser Ruine. Ja, sorry Leute, dass das sich hier ein bisschen zieht und langweilig ist, aber da muss man durch. Solche Momente hat man in dem Spiel leider öfter, oder ich zumindest, weil ich ein recht wirrer Kerl bin. Was war das? Achso, das war der Pilz. Okay. Naja, wir sind an und für sich nördlich dieser Ruine hier jetzt gerade. Aber ich sehe hier nirgends einen Eingang eingezeichnet. Also, ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht bin ich hier komplett falsch? Muss ich ganz woanders hin? Ich habe echt keine Ahnung. Mann, 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 ist das scheiße. Wie war denn das? Wir sind von hier, glaube ich, oder? Von Laoat sind wir weggegangen. Sollten wir auf dieser Insel da? Bin ich da auf die falsche Brücke ganz am Anfang schon gegangen? Ich habe keine Ahnung. Aber da sind ja Ruinen. Das würde ja an und für sich, so grundsätzlich würde das ja passen, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe echt keinen Plan. Naja, okay, wir schauen mal hier ein Stückchen zurück auf diese andere Insel. Das ist ja auch keine Insel jetzt so. Das ist ja eine Halbinsel, wenn überhaupt. Wo war denn diese Brücke überhaupt? Was mich auch gerade etwas irritiert ist, dass ich hier noch nichts aufgedeckt habe. Da ist eine Brücke. Oh, ich war wahrscheinlich die ganze Zeit auf der falschen Insel, oder?
Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Naja, gut. Mein Fehler dann. Bin ich irgendwo dämlich gelaufen. Schätze ich mal. Ja, komm jetzt. Gib mal Ruder. Okay, wenn hier jetzt noch eine Tetra... Ja. Und ja. Oh Gott. Naja, gut. Dann würde ich sagen, wir rasten hier mal ein bisschen. Ich hätte auch gern, dass sich meine Waffen aufladen. Das war irgendwie so klar. Arschloch. So. Gut, ich mache hier einen Quicksave. Und wir entern the building. Ich habe zwar jetzt schon wieder fast einen ganzen Part verschissen mit Wegsuchereien und so, aber gut, schauen wir mal. Hier geht es ja um Nekromanten und da ist auch schon ein Skelett. Passend zum Thema. Oh ja, komm. Oh, wow. Da kommt ja einiges auf uns zu. Wir nehmen mal unser Eisschadenschwert. Okay, dem widerstehst du. Gift ist nicht wirklich geladen. Lähmung ist wahrscheinlich auch blöd. Feuerklinge, wie sieht's damit aus? Ah. Okay, keine Ladungen mehr. Und meine zweite Feuerklinge habe ich ja nicht mehr. Na, das ist jetzt blöd. Aber egal, ich kann mein dädrisches Tanto nehmen. Das ist eigentlich meine stärkste Waffe. Ich sollte vielleicht auch meine Vulkanglasstiefeln ausrüsten. Und wir werden mal Wohltat machen, würde ich sagen. So. Jetzt geht's euch an den Kragen. Ich brauche dringend irgendwie eine bessere Waffe. Vielleicht sollte ich umskillen, obwohl das ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät. Um umzuskillen weiß ich nicht, Bogen oder sowas. Schütze vielleicht. Keine Ahnung, irgend sowas in der Richtung. Was ist jetzt? Oh, ich konnte mich kurzzeitig nicht bewegen. So. Okay, das ist mal gut gegangen. Da haben wir eine Falle. Da nehmen wir die Sonde. Hallo? Da. Ich muss dringend meine gesamte Ausrüstung reparieren. Alles komplett im Arsch. So, ich denke mal, wir werden hier Eisschaden nehmen, weil jetzt sollten ja... Ja. Oh, okay, du greifst mich doch gleich an. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich mit denen reden soll oder ob die mich gleich angreifen. Hallo und tschüss. Okay. Tellura Ulva. Das war, glaube ich, die, oder? Amulett der weiten Stille. Stille für 10 Sekunden auf Ziel. Was ist Stille? Ist das dann sowas wie Orientierungslosigkeit oder so? Oder ist das was, was mir beim Schleichen hilft, weil die mich dann nicht mehr hören oder so? Keine Ahnung. Naja. Und jedes Mal, wenn man ein Amulett aufnimmt, dann wird der Zauberslot leer. Das finde ich ein bisschen dämlich. Ein seltsamer Bug. Wow. Krankheitsresistent, Fallschild brauche ich nicht. Genesungstrank nehmen wir. Infravisionstrank brauche ich nicht. Billiger Lebenstrank brauche ich nicht. Billiger Magietrank brauche ich nicht. Ach ja, Reflexionstrank nehmen wir. Schattentrank. Ja, nehmen wir auch. Ist egal. Trank der Flossenlevitation nehmen wir. Krankheitsresistenz Lichttrank. Ach, wieso nicht? Krankheiten, Lähmung heilen, Wasseratmung, festes Wasser, okay. Was haben wir hier? Feuerschildtrank, Krankheiten heilen, Ursprung der Magiergilde brauchen wir eigentlich nicht. Rolle des korrupten Arianix, Magiebannen ist genommen. Was haben wir hier? Rolle des göttlichen Eingriffs nehmen wir. Standardlebenstrank nehmen wir. Ich muss kurz mal meinen Wecker abdrehen, der vibriert sich hier ins Weg. So, wir haben hier eine Falle und ein Schloss. Okay. Billiger Glückstrank. Nee. 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 Okay. Eine Kiste. Nee. Du hast so viel Zeug hier, aber alles irgendwie nutzlos. Ist leider meistens der Fall. In letzter Zeit.
5 Draken, hurra. Was haben wir hier? Meister, das haben wir doch schon alles. Lied der Alchemisten, okay, bringt mir nichts. Ja, ich habe dieses Let's Read Morrowind bereits völlig aufgegeben, weil die Bücher alle so sinnlos sind irgendwie. Also nicht sinnlos, die sind schon irgendwie so hintergrundmäßig. Ah, manche, aber wenn, bis man da mal ein richtiges findet, bäh. Meistens, wenn ich eins anfange zu lesen, stellt sich heraus, dass es kompletter Bullshit ist. Quarmasekret brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Scuttle brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay, und damit war's das auch schon wieder. Ist hier noch sonst was? Nee. Oh, da haben wir noch ein Fass. 20 mal Scuttle, kann ich das tragen? Ja. Okay, und gut ist. Dann würde ich sagen, wir rasten hier noch bis geheilt. Und da muss ich mal schauen, von wem ich den Auftrag hatte. Diesen vermaledeiten Auftrag. Skink, okay. Dann heißt das, wir nehmen jetzt mal... göttlichen... Almsivi. Nee, göttlichen Eingriff. Hab gerade vergessen, was war. Ich glaube, göttlicher Eingriff komme ich zu dem Kaiserkultstätten oder so, ne? Ja, ich glaube, hier ist einer auf jeden Fall. So, Mondfalterlegion, das ist bei Balmora. Dann würde ich sagen, wir laufen hier mal nach Balmora. Dazu werde ich wieder meine Stiefel anziehen. Wo sind die denn? Ja, ich möchte nämlich jetzt nur möglichst schnell noch nach Aldrun kommen. Und von Aldrun... wie hieß es? Sadrit Mora meine ich natürlich. Und in Sadrit Mora werden wir dann das nächste Mal Bericht erstatten und uns vermutlich einen nächsten Auftrag holen. So, und dann geht's hoffentlich wieder etwas zügiger weiter. Ja, es war jetzt irgendwie blöde Sache, weil ich da echt nicht diese Höhle gefunden habe. 2 oder 3 Parts lang. Das ist immer ganz blöd, sowas. Okay. Und jetzt finde ich den Weg nach Sadrit Mora scheinbar nicht. Ach, verdammt, ich hätte ja mit der Magiergilde... Oh, ich bin voll Idiot. Den Magane Magiergilde... Ah, ist egal, ich weiß nach Altrum, da weiß ich, wo sie ist. So. Und das nächste. Mann. Pannen über Pannen. Naja, so ist das. Gut. Wo ist die Teleportfrau? Die ist hier oben und hier hinten. Irgendwo, da ist sie. Teleporte mich mal nach Sadrit Mora. So, und beim nächsten Mal würde ich sagen, werde ich mir dann auch... bitte, lasst uns miteinander reden. Werde ich mir dann auch meine Rüstung reparieren und alles andere reparieren lassen. Aber das alles beim nächsten Mal. Bis dann.